Och, ich hab doch nur... Ich hab nur einmal kurz meine Waffe rausgeholt, mein Gott. Ja, da muss ich euch leider alle vernichten. So leid es mir tut. Also natürlich nur die, die mir was tun. Wer schießt jetzt? Mal gucken, warte. Ah, okay, so mache ich das. Okay, alles klar. Wir packen die Knarre trotzdem erstmal weg. Hallo! Das ist auch nicht das Flughafenpersonal, ne? Das sind jetzt hier böse Wichter. Das sind zwar keine Agenten, aber ist mir egal. Oh, ruhig mal ein bisschen. Wow! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein cooler Move. Pentium 4. Ach, wann lass mich Zeit. Mein erster Rechner hatte, glaube ich, einen Pentium 3 Prozessor. Ich hatte auch recht spät einen Rechner, muss man auch dazu sagen. Hatte ich schon einen Rechner, als das Spiel rauskam? Ich überlege gerade. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube noch nicht. Ich meine, ich habe meinen ersten 2004 oder so meinen ersten Rechner bekommen. Oder beziehungsweise habe ich mir selbst geholt. Es gibt noch einen anderen Weg dadurch. Von diesem Toilettenraum aus. Hat er echt zugemacht und beschießt mich jetzt? Okay. Wow, wow, wow. Ja, Ratten! Oh, die haben schon ein bisschen mehr draus, wie es aussieht. Ein bisschen gepanzert auf jeden Fall. So. Ach, der lebt noch. Ich gebe einfach, okay? Danke. Was habe ich noch für eine Waffe? Okay, die habe ich noch. Seid ihr jetzt Bewegung im Kreis? Was soll das denn heißen? Okay, benutzt die Seitwärtsbewegung, um hinter Objekten in Deckung zu gehen, beziehungsweise aus der Deckung heraus zu schießen. Das ist eine Schusstaktik bei Schießereien. Schlüsseltaktik, nicht Schusstaktik. um einen Schritt, ist okay. Drück gegebenenfalls abhängig von Controller-Konfiguration fest eingestelltes Ziel zusammen mit Bewegen, um den gleichen. Ach so, dass ich dann um die herumgehen kann. Ist fest eingestelltes Ziel aktiviert, halte fest eingestelltes. Wie mache ich das denn? Weil das wäre sehr, sehr nützlich auf jeden Fall. Ich habe gerade kurz an Dark Souls gedacht und habe gedacht, wieso habe ich doch? Aber nein, mit Dark Souls 2 ja, aber nicht hier. Okay, das will ich jetzt aber wissen. Da bin ich blöd. Werfen, sekundäre Waffe. Waffenauswahl, bewegen. Ich habe kein fest eingestelltes Ziel oder so. Wow, 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 Alter. Das reicht. Okay, aber die will ich auf jeden Fall haben, die Waffe. Gib mir die her. Die MP50 oder MP5 ist das, glaube ich, ne? Die ist echt gut. Mit der kann man arbeiten. Ah! Du bringst mich nicht um. Ist mir erstmal egal. Entwaffne ihn einfach, okay? Ah. Alter Vater. Boah, ich will meine Energie bitte wieder haben. Ich find's lustig, dass er einfach da steht und sich fragt, wann kommt der denn endlich? Nvidia, auch das. Ich tu dir nichts, mach dir keine Sorgen. Ich bin nicht wegen dir hier. Noch jemand? Nö. Was ist das? Ah, ich hab die immer. Nee, ich dachte Motorola hin, so ist ein Samsung jetzt. Wie schön die Telefone damals noch aussahen, ne? Da gab es noch keine Smartphones. Coole Flöts. So. Ach, okay. Ha. Speicherpunkt erreicht, sehr gut. Ey, hier kann man voll die Moves hier machen, ey. Das wusste ich gar nicht. Voll geil. Nördlicher Punkt. Müssen auf jeden Fall zum Sören. Wir müssen das Spiel eigentlich auch zweimal durchspielen, ne? Weil
Klar, ein paar Parallelen gibt's hier. Die Autofahrt, vielleicht kann ich ja sogar mit einer Niobe Auto fahren. Ich dachte, ich könnte mir jetzt vielleicht für Mission zu Mission immer auswählen, mit wem ich das Abenteuer bestreiten möchte. Oder aber wir tauschen hinterher einfach die Rollen. Ich tue euch doch nichts. Ich habe es jetzt gerade nicht. Ach, Betäubungsgranate. Hab ich die jetzt aber mal her? Ah, das ist jetzt die Sekundärwaffe wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Wie auch immer. Ich dachte, ich könnte hier durchs Fenster springen. Dürfen wir leider nicht, okay. Da ist niemand. Hä? Oh! Nein! Ich wollte was haben, bitte! Och, Manu. Das habe ich eigentlich als Sekundärwaffe. Ah, okay, MP5. Das ist gut. Die Behaltung ist erstmal schön lecker. Aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Also, da geht es jetzt nirgendwo weiter, ne? Ich sehe nichts. Ja. Wow. Geh doch einfach bitte da durch. Oh, ich weiß nicht aus. Du könntest hier den Ausgang wahrscheinlich freispringen. Hä? Wie soll ich denn auf die Idee kommen? Mit der Betäubungsgranate vor allem. Alter, wie die aber auch fliegen, ne? Unglaublich. Wie soll ich denn damit treffen? Ich hab noch, ey, ohne Scheiß, ich hab noch nie so eine beschissene Granatenphysik gesehen. Ist mal ohne Scheiß, das ist ja schrecklich. Ich kann die Weite kann ich nicht und jetzt habe ich nichts mehr. Das ist echt lustig. Hä? Ja, was mache ich denn jetzt? Such den Bereich nach nützlichen Gegenständen ab. Ah, ich krieg neue Granaten, okay. Ah, das ist ja mal richtig erbärmlich. Guck ich das mal bitte. Wie soll ich das tun? Ich verstehe es wirklich nicht. So. Ich lade nochmal neu. Irgendwas ist hier ganz und gar nicht richtig. Hä? Weg freisprengen. Also musste ich die jetzt irgendwie betäuben oder was? Und sonst komme ich da jetzt nicht weiter? Oder was ist jetzt hier so Rätselslösung? Ja, genau. Nördlich Rapun. Da haben wir gerade auch kurz die Levelauswahl gesehen. Trotzdem bin ich verwirrt. Aber ist auch nicht schlimm. Vielleicht passiert auch irgendwas, wenn ich die alle mit einer Granate irgendwie betäube oder so. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Mit einer Granate einen Ausgang frei. Yeah. Weg mit dir. Achso, die fliegen jetzt so schön alle. Wow! Wo ist der hingeflogen? Hab ich das gesehen?
Ich habe nur Betäubungsgranaten. Das ist das, was mich irritiert. Nichts ist los hier. Alles cool. Also muss ich mir wahrscheinlich gar nicht hier einen Weg freispringen, sondern vielleicht irgendwie da hinten oder so, ne? Schau mal. Das Ding ist so scheiße, ey. Ohne Witz. Hä? Was? Alter, ich ralle jetzt überhaupt nichts mehr. Ist die Scheibe jetzt von der Granate kaputt gegangen oder was soll, wie soll ich das jetzt verstehen? Wow. Okay, das war eigentlich ganz geil. Gebe ich zu. Oh nein, ein Helikopter. Sehr schön. Lauf! Schön im Fokus. Ich will nur cool ausweichen. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Sollte eigentlich viel cooler aussehen. Ja, ach so, cool. Das ist jetzt Agenten, gegen die ich dann gleich kämpfen muss mit Sören. Du bist gefangen, jetzt wird nur noch kämpfen. Ach du Heilige! Kacke, okay. Scheiße! Alter! Ja, dumm! Dumm! Alter, wie soll ich denn damit klarkommen? Ja, natürlich. Spielende. Aber das muss man natürlich wissen, ne, dass dann hier auch noch Soldaten kommen. Kann ich ja nicht riechen, du. Okay, ich habe meine MP50, ist schon mal sehr gut. Muss ich eigentlich nur über den Haufen ballern oder wie, ne? Okay, okay, alles gut. Ei. Oder ich muss meinen Fokus da einfach mal komplett für investieren. Um jetzt alles auf den drauf zu ballern, was ich habe. Aber cool, erster Bosskampf. Der SWAT-Hubschrauber. SWAT gedichtet den an. So. Ich habe kaum Fokus, warum ist mir nicht Fokus? Weil ich vorher Spaß gehabt hatte mit der Scheiße, ne? Okay. Ja, super, echt. Ich habe keinen getötet. Null. Alter, okay. Ja, es ist gar nicht so einfach, ey. Ah, nur weil ich so ein Vollidiot bin, so ein Vollhorst und vorher meinen scheiß Fokus für Scheiße ausgegeben hab, ne? Ah, wenn ich jetzt vollen Fokus hätte, das wäre viel, viel einfacher. Egal, das muss ich jetzt so schaffen. Ich habe ja keine andere Wahl. Nimm doch mal Deckung, verfluchte Scheiße! Alter! Oh, die Steuerung ist hier echt für den Arsch. Das haben die richtig scheiße hingekommen. Warum gibt's nicht einfach einen Knopf, so wegen so, hö, ich geh jetzt in Deckung-Knopf. Total dämlich, echt. Oder es muss halt funktionieren, so wie ich das gedacht habe. Tut's aber leider nicht. Ach, cool. Ja. Hätte ich mir vielleicht Granaten einpacken sollen. Betäubungsgranaten. Für die Soldaten. Ja, ich habe einen Vorschlag. Ich weiß noch gar nicht, was ich vorhabe, um ehrlich zu sein. Aber mein Fokus sieht ja scheiße aus. Aber 59%. Unfassbar.
Okay. Irgendwo muss er jetzt wieder herkommen. Och, Alter, sogar mit Fokus tötet der mich. Wie soll ich das denn dann machen? Na, ich habe eine Idee. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und ich weiß auch nicht, ob das ausreichend ist. Also, ob ich das überlebe, um es einfach auszudrücken. Weil ich denke mal, der fährt einmal hin, schießt, dann fährt er zurück oder fliegt er zurück.